Willkommen zu der Evangelische Botschaft Radioprogramm. Mein Name ist Wes Heppner und ich freue mich, dass du diese Zeit hast genommen, um das Radioprogramm zu hören. Wir wohnen von der in einer Welt, wo viel von uns niemals eier Hand sein. Und von der werden wir diese Welt bekicken und sein, wie als Christen, wo wir wirklich stehen in dieser Welt. Wir haben von der einen Gastredner, sie nennen es Peter Fair von Mexiko, und er will uns diese Fragen beantworten. Besonders, wo stehen wir in biblischer Prophezeiung in dieser Zeit in der Welt? Und was ist unsere Aufgabe aus der Gemeinde, aus der Kirche, aus Christen in dieser Zeit? Ich glaube, wir wollen besonders gesegnet sein in diesen nächsten 30 Minuten. Und mein Gebet wird sein, dass jeder einer wird wirklich gesegnet sein. Was die Arms belohnen in so schwer fallen out. Komm nur mir in die Eise, send sie dir et blaut. Bring dich in die Arme, sei des in die Leid. Jesus Wort verstohlen, ja, mein Jesus weit. Jesus ist dein Weich, Jesus ist dein Weich. Bring es in, o Jesus, in heim ab dort reich. Jesus ist dein Weich, Jesus ist dein Weich. Bring der Blast, o Jesus, in heim ab dort reich. Erst alles dunkel in die Sitz kein Licht. Komm mit mir in Jesus, dort ziehen Stich. Ei, es immer dort, die best niemals allein. Geh an die Nessarien, dann jet die dort schein. Jesus ist der Weich, Jesus ist der Weich. Bring das in, o Jesus, in Heimat dort reich. Jesus ist dein Weich, Jesus ist dein Weich. Bring der Blast, o Jesus, in Heimat dort reich. Manchmal ran in Thronen in dort hort es war. Jesus war die Drau in Heias Emmerdor. Nimm wie der Hund, hei hält der Dorf für dich. Komm mit mir in Jesus, in dein Merk die Fried. Jesus ist dein Weich, Jesus ist dein Weich. Bring es in, o Jesus, in dein Merk dort reich. Jesus ist dein Weich, Jesus ist dein Weich. Bring der Blast, o Jesus, in Heimat dort rein. Bring der Sinn, o Jesus, in Heimat dort rein. Wenn einer dort andenken wird, all die Dinge, was in der Welt passieren wird, und wir kicken in der Regierung für verschiedenste Halb, oder in ein Hospital, oder in ein Doktor, oder für Rot, oder wie sollen verschiedenste Dinge ab den Nachrichten, weil wir doch immer andenken, dass Jesus Christus hat wirklich ruht. Jesus Christus hat uns in seine Tieten. Jesus Christus ist wirklich der Weich. Wir werden Eva gehen zu der Botschaft. Das ist auch, ihr seht, das Wort von Peter Fersen von Mexiko. Und er will uns diese Fragen beantworten, von wo sehr wie in biblischer Prophezeiung, Nügruz, und auch, wo stehen wir aus einer Gemeinde in dieser Tiet? Was ist unser Abgabe? Fähr wie nicht der Botschaft Eva gehen, weil ich noch Zeit nehme zum Beten. Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, ich danke dir und preise dir, dass du wirklich den Weich bist. Ich danke dir, wenn die Welt uit der Rot randet, wenn die Welt mich mehr weit, du hast Rot, du hast Weisheit und du des Leiden entfernen. Du hast Versprechen, du wirst uns niemals allein lassen. Jesus, ich bete für jede Person, die das Radioprogramm hören wird, vielleicht sind da so eine, die sie allein feilen dann. Wir denken, keiner Jeff wird dran und ernt. Jesus, ich bete, du wirst besonders ernt beschäden mit deinen Läufen dir und tragen mit deinem Heiligen Geist. Jesus, ich bete, du dein Wort wirst segnen, leiden und führen und dass das Wort hundertfältig zurückkommen. Jesus, ich bete für unsere Regierung in dieser Zeit. Ich bete für die Doktors in dieser Zeit. Ich bete für die verschiedensten, die in dieser Zeit krank sind.
Jesus, ich bete, du wirst leiden und führen und besonders, dass du wirst Erwachung schenken, dass viele Menschen würden in die kommen in dieser Zeit. Ich danke dir, Herr Jesus, dass dein Wort noch einmal treu ist, dass wir noch einmal uns können holen an dich. Und ich bete in die Namen. Amen. Nun gehen wir eben in der Botschaft von Predia Pairafea. Coronavirus in die Gemeinde. Was soll wie man dort umgehen? Viele der Reden davon, was sie kriegt, sagen wir eine Trübsalzeit werden. Als der Coronavirus und Port von der Trübsalzeit, der Tag des Herrn, wo die Bibel von reden wird, wo die Zorn Gottes wird über diese Welt kommen. Du schreibst solche Rup, dort Pestilenz war ein Taunehmen. Wo sind wir krank? Prophetisch hier sein, wo sind wir? Das ist das Erste, was wir mal lange zu kicken. Von der prophetischen Sicht in der Bibel, wo stehen wir? Und was abregend das Ganze auch ist, aber ich denke, ist klar, wenn wir wollen nur eine Prophetie kicken, dann muss wir krank nur eine Prophetie kicken. Dann können wir nicht sagen, du musst dort liegen und das, dann muss dort krank dort sein, was die Bibel sagt, wenn dort nicht, dann stimmt dort nicht. Wegen Gott seine Prophezeiungen, die sind haargenau, die sind ganz krank, so die geschrieben sind, sie gehen in Erfüllung. Und wenn wir kicken dann in Offenbarung Kapitel 6, du fängst die Trübsalzeit an, und dann sagen wir dort die Coronavirus, von der dort nicht mal in Vergleich mit dort, wo die Trübsalzeit ist. Dort nicht in Vergleich nicht mal. Weil wir bloß kicken dann in Kapitel 6, du sollst wie die erste Feuersiegels, die aufgebrochen worden, dann soll wie Feuerpiert kommen da, und was passiert? In Feiertest der Fried, soll wie das Witte Piert, dann soll wie ein Rotet Piert, der Fried wird von dieser Welt genommen, dann soll wie ein Schwartet Piert, dann soll wie dort, du hast eine große Hungersnot in dieser Welt, dann soll wie dort Fahle Pferd, dort ist ein Juris gereinigt Piert, dann sage ich, dass ein Viertel von der Menschheit stirbt, kommt an durch diese Pläne. Und dann sage ich, dass die Menschen, die kriegen so eine Furcht auf dieser Welt, dass sie sagen, boy, fällt über uns, wegen es ist gekommen, der große Tag seines Zorns, der Zorn des Lammes ist gekommen. Und denken, ein Viertel von der Menschheit, wenn von der sollen ein Viertel von der Menschheit ankommen, dort würden so viel sein, als dich wie 2 Billionen Menschen, die würden ankommen. In der Messwurz darauf, dann lesen wir, dann kommt noch einmal ein Drittel von den Menschen an. Dort passiert in 3,5 Jahren. In 3,5 Jahren kommen all diese Menschen an. Sind wir in der Trübsalzeit bei? Nee, wir sind da noch nicht bei. Nicht. Wegen des Wort mit ihr passieren, aber das passieren kann, was hier geschrieben ist. Ihr hat einen Friedensvertrag mit Israel gemerkt. Israel, der wird ihr einen Friedensvertrag mit dem Antichristen merken. Und mit den Moslems hat er Frieden gemerkt. Der ist noch nicht gemerkt worden. Nicht. Vor allem dort kommen, der hat erst der Antichrist über den kommen. Das ist noch kein Antichrist, das ist noch kein Weltherrscher, der gegenwärtig die Welt kontrollen wird. Und vor allem der Antichrist kommen, der hat erst noch was im Stich geriemt worden, sagt die Bibel. Und dort ist dort, wo das Boshafte aller Treuhollen wird in dieser Welt. Dort hat erst im Stich geriemt worden, was nicht für den Zorn Gottes bestimmt ist. Und dort ist die Brut Christi, die Gemeinde, die hat erst im Stich geriemt worden. Sagt 2. Thessalonicher Kapitel 2, sagen sie dort. Das ist die Reihenfolge. Mag wir ob das erste Ereignis für unsere Dier ist, dem dort überhaupt die Trübsalzeit kann kommen, die 70. Jahrwoche, wo Daniel von reden darf. Daniel sagt dort, dort fängt man einen Friedensvertrag an. Wer merkt den Friedensvertrag? Das ist der Antichrist. Und dem dort der Antichrist kann kommen, sagt die Schrift, der Teufelhaft, all, seit Jesus seine Tiethafte und prüft den Antichrist ab, eine Herrschaft nannte bringen. Dort ist das Geheimnis der Bosheit. Dort hat er immer geprüft, aber dort hat er nicht gekonnt. Wegen du das Wort, wo dort boshafte Treuhollen wird. Dort ist die Gemeinde, die Gebete der Heiligen, die Regierung von ihr noch dort ist, wo die ist, dort sind die Gebete von den Gläubigen. Dort sage ich uns 1. Timotheus Feuer auch. Die Gemeinde soll beten für die Obrigkeit, dort wie friedlich wollen leben, dort wie so eine Obrigkeit nach Betierte Jordan aus Wahn, dort hat es zu verdanken an die Gebete der Gemeinde. Der hält es noch 3. Und wenn dort ist, wird im Stich geriebt worden, da wird es alle an den Platz kommen. So Nummer 1, Coronavirus ist noch nicht die Trübsalzeit. Das ist nicht der Tag des Herrn. Aber zweitens, Coronavirus ist eine Vorbereitung für die Bühne, für den Antichrist oder für diesen Weltdiktator. Das ist, was die Bühne reitmerken wird, das Ganze. Und wenn wir checken, wo von der Hinsicht handelt, reitmerken sich das für den Antichrist. Nummer 1, wie kann das sein, ohne Manipulation in den weltweiten Einfluss? Wir werden es mal mit Nummer vergleichen. Bis so weit sind ungefähr 20.000 Menschen am Coronavirus gestorben. Das hat mit ein paar Monate dauern. 20.000 Menschen weltweit. Jeder Tag sterben 25.000 Menschen um Hunger.
dort heute so viel mehr Menschen sterben in einem Tag an Hungersnot, als was mit alles Taub am Coronavirus gestorben sind. Jeder Tag passieren 125.000 Abtreibungen. Dort heute so angeborene Babys, was am Mutterlief durchgemerkt worden. Dort sind in diesem Jahr, in 2020, sind dort all 10 Millionen Babys, also die Babys, die umgebracht wurden. Dort heute so viel. In Feuerstunden waren so viele Babys umgebracht, als mit alles Taub am Coronavirus gestorben sind. Jemand hat mal gefragt, was ist der gefährlichste Platz in dieser Welt? Schon drei wurde vielleicht gesagt, in Tannendorf wie ein gefährlicher Platz, wo die Kartellis ihre Meetings haben. Und andere würden sagen, Irak ist wie ein gefährlicher Platz. Andere würden sagen, Italien ist gegenwärtig ein gefährlicher Platz. Aber das stimmt alle nicht. Der gefährlichste Platz in dieser Welt dort ist dort Mutterlief. Da waren noch nicht so viele Menschen dort gemerkt, als ein Mutterlief. Nun ist die Frau. Warum rächt sich über das China ab? Warum ist die Welt nicht abgerecht über die Hungersnot, die da ist? Warum ist die Welt nicht abgerecht über alle so aschulde Babys, die dort gemerkt wurden? Warum rächt sich China ab? Und die Antwort ist so einfach. Die Medien merken die Menschen wild, über was sie wild wollen merken, und die wollen die Menschen berühren, über was sie wollen berühren. So ihr Wort? Das Coronavirus wiest uns einmal die Bühne, die ist reut für den Antichrist. Der Antichrist wird die Welt wird beeinflussen können. Mit den Medien, die hat alles zu beeinflussen, alles unter Kontrolle zu kriegen. Und gegenwärtig, das ist schon sein, das Internet hat so überfallen. Die Menschen, die sind so ohne Nachrichten, die sind so ohne Medien. Die können die Schrecken, die wollen, die können die Menschen beeinflussen, so soll es die wollen. Das ist der erste Beweis, dass die Bühne erst heute merkt, für den Antichrist. Zweitens, weltweite Kontrolle. Viele Dinge, die in der Offenbarung sind, die haben erst einmal die Bibel ausgeleiert, die haben nicht so ausgeleicht als von dir. Kaum ein Bibel ausgeleiert hat erst einmal die Offenbarung buchstäblich ausgeleiert. Warum? Man kann nicht glauben, dass dort buchstäblich eine Erfüllung kommt. Da werden viele Dinge in der Offenbarung 100, 200 Jahre zurück kommen und sich dort nicht vorstellen, wo die Dinge können in Erfüllung kommen. Weil die dessen haben man die Dinge allegorisch ausgeleicht. Aber von der auch kann wieder sein, dass unsere Welt sich entwickelt hat, wie kann das sein, die Offenbarung kann ganz buchstäblich in Erfüllung kommen, in die Wort buchstäblich in Erfüllung kommen. Wegen Gott seine Prophetie, der jährt buchstäblich in Erfüllung. Der alttestamentliche Prophetie ist nicht jährlich in Erfüllung gegangen, der jährt buchstäblich in Erfüllung. Und wenn wir mal checken, in welchen Hinsichten hat die Offenbarung sich der buchstäblich erfüllen. Okay, die Offenbarung redet von der weltweiten Kontrolle. Erst einmal würde man das nicht geglaubt haben, dass das Ding die Welt ganz unter Kontrolle zu bringen. Von der jeder, ganz einfach. Medien. Eigentlich hier diese Idee über Nachrichten, die sagt, da wird alle wegen der Welt bekannt gegeben. Wir sind alle taub an diesen selben Trouble, wir machen alle taub seine Lösung zu finden. Wenn die Welt ist alle den selben Trouble haben, dann können sich auch kein taub stehen, um alle gemeinsam den Trouble zu fixen. Verstehen wir das? In der nächsten Säule in der Offenbarung, da wird hier gesagt, der Antichrist wird mit einem redenden Bild, wird er den Menschen verführen, und die Menschen wollen das Bild anbeten, und das sagt, das Bild redet. Erst einmal würde man nicht an sich vorstellen, wo kann ein Bild reden? War einfach von der. Das sagt, alle Menschen, die wollen das redende Bild anbeten. Und von der habe ich das redende Bild, was eine hängerste Arten in dieser Welt, du hast das redende Bild aller weh. Die Menschen, die jetzt beeinflussen, und nicht bloß dort, die Menschen, die jetzt mehr dort auch ohne Absichten haben. Ein Gloss von der dort in Polen, der hat ein App entwickelt. In der App, der ist so abgesetzt, dass jeder einer mit den App im Land hat, oder in seinem Phone hat, im Land, die alle die Bürger mit nicht haben. Der man alle Wässe Stunden oder alle Wässe Glockentiten, man von sich selbst ein Selfie merken. Dort zu sein ist, sie sind eine Hüst-Hüst-Bern, und dann machen sie den immer nennschrecken. Und wenn sie nicht alle so Wässe Stunden nennschrecken, dann haben sie das Plitzenbild ohne dir. Dann sind sie in ihr Absicht. Merkt ihr das? Dort redende Bild, dort die Menschen sogar in ihr Kontrolle zu haben, wo die reagieren, ab was sie da sein dürfen. Du sagst wieder, was die Offenbarung von redet. Weltweite Kontrolle. Die Menschen alle in ihr Absicht zu haben, das ist allmählich. Die Bühne ist heute fern. Und nicht bloß dort, ich denke auch an das Boyalt. Boyalt von der ersten Tag. Dort, wo wir einmal so hingehauen werden, packt du das zu haben. Dort wird einmal auch so weit sein, dass das alle viel aufzuschaffen. Wenigstens, wenn das so weit ist, dass man nicht köpen und nicht verköpen kann und den Mut hegen, dann kann das nicht mal ein Boyalt sein. Und von der ersten Tag wird das Boyalt die Schuld auch gegeben, dass ein Mädel durch das Coronavirus übergeschlappt wird. Wenn man das Boyalt wollen los sein und dann alles elektronisch betonen. Nicht bis dort, denken wir an die Kartellis,
Die Kartellis wurden bekämpft, wenn ich mal Boyalt wir. Die Kartellis wurden von Boyalt gedreht. Alle illegale Waffen wurden verkauft worden. Dort wurden wir Boyalt tun. Wenn Boyalt ist aufgeschafft ist, dann haben wir die Troubles von dem Kartell abgehoben. Dann haben wir den Trouble von den illegalen Waffen abgehoben. Dann haben wir den Trouble von Krankheiten überschlagen mit Geld haben abgehoben. Schein nicht. Die Welt wird sich interessieren für dort. Nächstens, wo wir sein, wo die Bühne reut ist für den Antichrist, dort sind wir an der Hoffnungslosigkeit, wo die Vertrieblung, wo die Menschen werden sind. Denkt von Israel. Israel sagt, sie sind meid von ihren Fien, Ram, sie kann. Sie immer mit ihren Fien, mit dem Islam, immer kämpfen. Sie sehen ein, der wird Frieden merken zwischen ihnen und Islam. Die Bibel sagt, krank wird, der wird Frieden merken zwischen Israel und Islam. Das ist der Antichrist, der wird Frieden merken, der wird den Friedensvertrag merken. Israel lührt nur ein, der ihnen wird den Tempelplatz geben, damit sie können ihren Tempel, den Reden Tempel, bühren. Wird der Antichrist auch dann, der wird ihnen den auch geben. Israel erhoben ist der Antichrist. Sie wollten das nicht. Aber sie waren verführt, dieser Seerot. Mir habe ich nicht euer Namen, aber wenn ich wollte einen sehen, in einen Namen kommen, den wollte ich annehmen. Das ist der Antichrist. Die Moslems, die lernen einen Messias, einen ihren Messias. Sie sagen, er Messias, der wird kommen, wenn es eine weltweite Katastrophe wird, die gibt, dann wird er Messias kommen und der wird die Welt in ihre Herrschaft bringen. Das ist der Antichrist. Deswegen die Moslems sagen, lass den Coronavirus raus, lass es ran. Der wird die Welt vernichten, der wird die Welt in eine Katastrophe bringen. Deswegen kann er Messias kommen, in der Herrschaft abbrechen. Das wird der Antichrist sein. Mike wird der Antichrist als die Antwort für Israel. Der Antichrist ist die Antwort für die Moslems. Der Antichrist ist die Antwort für die Europäische Union. Die Europäische Union, das ist das irische römische Reich, wurde frisch abgereicht wird. In der Leidende von dem römischen Reich sein entfehlten Lehrer, in den Don't Warner vom Teufel kämmt. Was der Antichrist auch sagen, was das wird übernehmen. Katholiken, die wollen auch eine Rolle spielen, das ist der Hure Babylons, das sage ich, der reitet das Tier, der wird dem Teufel, der wird dem Antichrist, der wird dem Terremach verhalten, wird auch eine Rolle spielen. Alle charismatischen Menschen, die wollen durch Wunder und Tekens verführt werden, wie gesagt, sage ich, der Antichrist wird mit Wunder und Tekens den Menschen verführen, mit einem redenden, scheinredenden Müll und mit fähigen Testen, Wunder und Tekens und sogar so schlimm, dass er den Menschen vertesten und er wird vom Tod abstehen. Wer wird ihm da nicht annehmen? Wo vertwiebelt es die Welt wegen dem Coronavirus? Der rahnt sich hoffnungslos rum. Aber nicht stellen wir uns mal vor, wenn die Welt ist, wird in einer Situation sein, wo die Hälfte von der Menschheit umgekommen ist. Da wird er, wird die Menschheit, die Welt wird dem Antichrist mit offenen Armen annehmen. Wegen der wird die Antwort für ihn alle haben. Und ich wundere mich über die Menschen. Und ich denke, dass die Menschen so einen Sohn vertriebene Leo sein, brücken wir uns ein bisschen mal mit vorstellen. All die Menschen, die in einer Großstadt wohnen, dann, wenn ein Mensch nicht Frieden mit Gott hat, der hat keine Leben, die Hoffnung nicht. Und der sieht dort, okay, das, was ihr sagt, dort, alles soll stoppen. Wir haben uns ein bisschen mal vorstellen, wenn in einer Großstadt die Transporte einmal wird abgeholt worden, dort nicht mal wird Fruchten etwa in der Stadt identifiziert worden. Eine große Stadt, der ist in ein paar Deal, als die Duldisch hat. Ich rede von dem mit einem Einheimer, einem Ingenieur, und er sagt, die meisten Menschen in der Städte, was haben die in der Koma? Die haben in der Koma für ein paar Tage. Das ist wieder, holen die alle einmal vom Stuhl, die sind von dem Stuhl abhängig. Die Stuhlen, die haben vielleicht für ein paar Tage, die du etwa die Menschen in der Stadt bedeuten. Wenn auf einmal die Transporte abgeholt werden, die Stadt, eine Großstadt, die ist in einem Werk, ist die im Trouble, dann ist die in der Hungersnot. Wir stellen uns vor, wir sollen in so einer Stadt wohnen, wir haben nicht eine lebende Hoffnung. Wir haben uns vertrauen, wir sagen nicht, dass unsere Regierung, was wir im Land haben, dazu, ab was wir uns vertrauen gesagt haben, haben wir immer gedacht, dass das nicht zum Wundern ist, dass die Menschen in so einer Angst an die Roden, dass die in Panik an die Roden down. Da werden wir uns nicht wundern. Wenn die Menschen in so einer hoffnungslosen Leere sind, dann wollen die erst was annehmen, was für einfach eine Lösung sein. So wie dort, die Bühne für den Antichrist ist reut. Das ist noch was, was den Trägeln hat, dass er nicht über die Hilfe kommen kann. Aber die Bühne ist reut. Dann ist eine Frau. Drittens, was haben sie abgehoben, was Gemeinde da man goldet. Ich dachte, viele die Segen von der nur eine Impfung für den Coronavirus. Aber das ist noch eine sehr viel schlimmere Krankheit als der Coronavirus. Und diese Krankheit sterben jeder Tag 160.000 Menschen. Dort heute so viel, in 2 Sekunden sterbt jeder Mensch, sterbt immer ein Mensch an dieser Krankheit. Und die Krankheit ist ein Sinn. 100% alle Menschen, die diese Krankheit haben, sterben. Wir haben eine Impf für diese Krankheit. Bloß die Gemeinde, die hat von unten beiden, das ist Blut Jesu Christi. Das ist die einzige Impf für diese Krankheit.
Nu hat jeder neue Tag, uns Gemeinde, wovon abgehoben haben wir als Gemeinde. Im Vergleich, was am Coronavirus gestorben haben, das ist gut sein, 160.000 Menschen im Tag gestorben. Der einzige Impfung, der verdorrt darf, dort erst, dass diese Menschen nicht verloren gehen, dort erst das Blut Jesu Christi. Nun ist eine Frau, wenn Javier Corral diesen Haft bekommt, die jeft, dass wir nicht mal Versammlung kann als Gemeinde, was machen wir dann nicht tun? Einige Menschen sagen, wir sind rebellisch, dort wir versammeln können, sind rebellisch hier in der Regierung. Andere sagen, wir sind klinglose Christen, wir sind, dass wir nur abbecken, da unser Schwinn. Was denken wir, was ist unser Abgabe? Wir haben nun Matthäus 28 blättern. Matthäus 28, Vers 19. Vers 18, welcher Umfang zu lesen. Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Mag wir mit welcher Autorität Jesus das sein wird? Das ist eine Autorität, die über alle Obrigkeit steht. Das ist eine Autorität, die unter keine Obrigkeit steht, sondern über alle Obrigkeit steht. Darum geht hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Okay, was ist der Abgabe von der Gemeinde? Alle Menschen das Evangelium bringen. Die sollen eine Impf haben, die sollen eine Rute haben für ihre Krankheit, die haben von der Sinn, sollen die geraten werden. Das ist die einzige Lösung dafür. Und dann sage ich dort, wo lange soll wieder so abgehoben werden? Was wollen soll das regen? Soll wir uns looten und ihr Amtsstellen überrascht schreien? Das sage ich, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Was ist Weltende? Hat die Gemeinde das so abgehoben? So, was soll wir tun? Predigen, taufen und lehren. Das wird wir als Gemeinde sollen tun. Wem soll wir das tun? Alle Völker. War neuer? Und ja, alle Umstände. Hier sind nicht Umstände erwähnt, wo wir sollen abbecken. Ich denke, doch immer nur. Was an der Welt ein, wenn ein Partner ist, bei der Herr wahrer kommt, wo soll der Herr uns fangen? Der Herr sagt, okay, weil sie nicht nach ohne Arbeit fangen. Er will sie nicht in ihrem Dach oder im Taler für Gruppen fangen. Er will sie ohne Arbeit fangen. Und ich dachte immer nur, weil uns muss man immer teilen, wie viele Menschen geboren waren jeder Tag und wo sie sterben dann. Die Bevölkerung, wo sie wussten, dass man so viel, wo mehr Menschen dort kommen dann, der ist weit vorab von dort Prozent wies, aus was Menschen sich bekehren haben. Dort hat das so viel, der Abgabe, was wir als Gemeinde haben, wir sind hängerstahlig. Da meint so viel, wir haben rote Nummers. Wie kommt das nicht nur, was wir sollen tun? Wir stellen uns vor, wenn die Gemeinde abbecken wird, die Gemeinde wird ihre Arbeit nicht mehr. Weil wird das dann nicht lohnen? Und die Arbeit, was wir haben, die Menschen, was wir haben, sollen halten, dort haben wir eine viel schlimmere Situation zu tun als Coronavirus. Dort haben mit 160.000 Menschen am Tag zu tun, wo die alle in der Ewigkeit gehen, in der meiste von der Gund verloren. Denken wir aber nur, wir sind die Einzigen, wenn wir nicht wollen, da wird keiner nicht. Wenn die Gemeinde wird abhören, da wird keiner nicht. Und Jesus sagt auch, ich will bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Dort sage ich also viel, der Hölle, der wird je in die Gemeinde sein. Aber die Gemeinde wird nicht überwältigt worden. Daher, also müsste mir aber nur denken, wo wegen, ich kann zu dort einmal, weil für die Jungen stellen wir uns bewusst merken, wovon der große Abgabe wir haben als Gemeinde. Und wo wichtig unser Abgabe ist. Wir sind nicht in dieser Welt beraten, zum Leben zu raten. Wir sind in dieser Welt beraten, Seelen zu raten, die ewig verloren gehen. Das ist, was unser Abgabe ist. Das ist Nummer eins, wo wir uns konzentrieren sollen. Wir sollen uns nicht schrecken für den Tod. Wir sollen uns schrecken. Das sage ich uns in Lukas Vers 12. Dort sage ich, Jesus sagt, schreckt nicht für den Tod. Fürchtet nicht für den Tod. Fürchtet aber für den, der Seele und Leib in die Hölle werfen kann. Wie viele Menschen gehen verloren? Ich denke noch eine Schrift steht, Hebräer 10. Hebräer 10, Vers 24. Vers 24, ich will lesen. Und lasset uns untereinander unser Selbst wahrnehmen mit Reizen zur Liebe und guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlung wie etliche pflegen, sondern einander ermahnen und das so viel mehr, so viel ihr seht, dass sich der Tag naht. Mag wir dort, wenn wir im Kontext so kicken, der Hebräer wird geschrieben, wir, der Tag, wo wir enden kommen, wir, der schreckliche Tag, dort wir Zerstörung Jerusalems, der wir verenden, der Hebräer schrieber sagt, der nur dort kommt, der Dollar gibt acht, ob dort die Gemeinde nicht wollen und ihr loten. In dieser Anwendung für uns ist ganz direkt krank so. Der Tag, wo der Herr wird wahrer kommen, das sage ich, wir sollen das, der Dollar dort acht geben, dort wir uns und ihr ermahnen, Mut mehr, und nicht die Versammlung und ihr loten. Ich denke aber nur mit allem Respekt an unsere Regierung. Unsere Regierung hat mit dem nicht eine Absicht, uns an den Glauben zu untergeraten. Das hat er nicht.
Aber leider der dort automatisch so utkommt, dass er doch an den Glauben andreht, wenn er der Absicht dort nicht ist. Aber automatisch ist das ein Gebot in der Bibel für uns als Gemeinde, dass wir uns versammeln, dass wir so eine Gemeinschaft haben untereinander. Apostelgeschichte 2, 42. Da sagt das von denen, die zum Glauben gekommen wären, sie blieben aber beständig, mag das Wort beständig, in der Apostellehre, dort die Bibel lesen, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen, das ist Utmol, und im Gebet. Dort heute zu viel, die Gemeinde, die steht ab diesem Feuerfeuchten Stuhl. Der Grund ist Jesus Christus, aber die Gemeinde steht ab diesem Feuerfeuchten Stuhl. Dort heute zu viel, wenn die Gemeinde wohl bestimmt blieb, dann macht er diese Feuerding down. Gebet, das Wort Gottes, die Bibel lesen, dort, in einem Brotbrechen, das Utmol, was meint das Krieg Utmol? Dort mit dort über den Tod des Herrn verkündigen. Dort ist ein Zeugnis. So durch haben wir untereinander Zeugnis. Und viertens Gemeinschaft. Wenn das Feuer fällt der Stuhl, wenn den Wort ein Feld aufgebrannt, da wird die Gemeinde bald im Trouble sein. Wir werden es mal feststellen. Wenn sie uns aufsehen, die können nicht mehr beten. Der andere drei Dinge kann jeder tun. Sie können nicht mehr beten. Nicht. Da haben wir Schwierigkeiten, nicht? Wenn sie uns alle Dinge erlauben, uns die Leute erlauben uns bloß nicht, die Bibel zu lesen. Dann sind wir in Schwierigkeiten, nicht? Wenn sie uns alles ewige erlauben, dann bloß die erlauben uns nicht zu zeugen, nicht den Tod des Herrn zu verkündigen. Dann sind wir in Schwierigkeiten. Dort haben unsere Vierformen belebt. So unsere Vierformen von Europa nur Russland tragen. Sie haben Glaubensfreiheiten uns bloß nicht erlaubt, Evangelium wieder zu sein, nicht? Dort hat die Königin von Russland ihr nicht erlauben. Wo können unsere Vierformen das Evangelium haben? Wovon die dies dann ist? Können wir nennen? Mike, warum ist ein Feldfehler? Nun ist eine Frau, erst dort nur abwechseln, wenn sie uns Gemeinschaft aufsehen dürfen. Wenn wir als Gemeinde nicht keine Gemeinschaft haben, wo lang bleibt die Gemeinde Buwa-Wuta? Ich denke, an Diokletian, denke ich, wie dort der Kaiser, haben wir ein grausamer Christenverfall, ja. Aber hier sind Christen, wo ich auf Christ zu sein. Hier sind hier einer Kontus Christen, wir haben hier sind ein bisschen ein Ding auf. Versammlungen darf wir nicht haben. Wenn sie sagen, da wird das Christentum sich selbst stärken. Dankeschön für die Botschaft von Prediger Parafer. Möcht Gott die rechtlich segnen, für sein Wort so klar rüttbringen? Wer wir uns freuen persönlich? Wo stehst du wie mit Jesus Christus? In dieser Zeit. Jesus Christus kann irgendein Zeit kommen für seine Gemeinde, die trägt holen. Wo stehst du dann mit sein? Oder wo stehst du hängen blieben? Dort haft du dann mit, als du Jesus Christus hast angenommen, als dein Herr und Heiland. In Glauben hast du angenommen, was er für dich hat getan am Kreuz, dass deine Sünden sind betult. Lieber Tauherrchen, von dir konnte ich doch sein, was du diese Entscheidung merken lässt. Das evangelische Botschaftsprogramm ist in der Stadt von der Sommerfeldschen Mennonitengemeinde in Manitoba, von der Bartholdsche Gemeinde in Saskatchewan und von der Zion Mennonitengemeinde in Schanzenfeld, Manitoba. Und auch die Guven, was je die Tauherrchen schicken dürfen. Uns Adresse ist die evangelische Botschaft, Box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK, Feuer, SO. Möcht Gott ihn reichlich segnen für sein nächstes Werk. Schaff uns den Nachbarn kommen, schaff es dort erst noch da. Schaff in den Tiegen morgen, wo kann noch mehr da. Schaff und Gott wird den Nachwort kommen, wann noch nicht mehr kommt. Schon bis den Nachwort